Na, wer ist sie denn? Die hat mir einen Kuchen gebacken, das fand ich total toll. Hast du nicht gemacht? 2015, oder? War das doch. 2015 zu meinem Geburtstag. Da seid ihr mich besuchen gekommen, sogar noch mit Ina, Anna, Ila, Ira, wie hieß sie? Ida. Ihr wart bei mir im Garten. Ja, und sie hat einen Kuchen für mich gebacken und der war vollwert und übelst gesund und so. Ich habe mich total gefreut. Und dein Feuerholz, das liegt immer noch bei mir rum. Ja, und das ist jetzt schon fast 3 Jahre her. Glaubst du es? 3 Jahre lang will ich schon Feuer machen bei mir im Garten. So mit gemeinsam zusammensitzen und irgendwas Cooles so am Lagerfeuer, weißt du, Freundschaften schmieden. Das wäre doch mal richtig geil. So mal die Mücken vertreiben, ein bisschen in die Umgebung räuchern. Das wäre total toll. Wenn ich von Mücken aufgefressen wäre. Ich behalte meine Hosen an, dass das klar ist. Egal, wo du dich gerade versteckst. Der ist schon geil. Ich setze einfach einen Hut auf. Die hat ein Wasserproblem. Ja, tschüss vor Wasser. Ja. Sie würde verdursten. Der Hund braucht so ja einen, der sie kratzt. Was hast du mit Anja für ein Ziel? Ihr habt euch doch bestimmt ein Ziel irgendwie vor Augen, ihr zwei. Ansonsten funktioniert eine Beziehung ja nicht ohne Ziel. Ohne Gemeinsames, auf das du hinarbeiten kannst. Egal, ob Höhen oder Tiefen kommen, weißt du? Ja, hat auf jeden Fall ein Ziel. Würde am liebsten mit mir alt werden. Toll, ich will nicht alt werden, ich will jung bleiben. Ja, das will ich auch. Ich lebe nicht in der Zukunft. Baden gehen, ey. Ich glaube, das habe ich schon seit 50, 50 Jahren nicht mehr gemacht. Christian Denise ja auch nicht, ne? Warum nicht? Das ist das Schönste am Sommer, baden gehen, gerade für Wasserzeichen. Ja, man vergisst das Schönste. Viele vergessen, was wie schön manche Sachen sein können. Bist du auch so happy, dass Deutschland raus ist? Nee. Warum nicht? Aber wir haben keinen Spieler mehr im Herz. Es musste passieren, weil ich hab schon... Weil Philipp Lahm nicht mehr dabei ist. Hä? Ja, der hatte noch richtig Herz. Alle, die da jetzt auf den Platz gehen, die haben nicht mehr... Nee, einfach nur dieses 16 Uhr Fußballspielen. Und das letzte Spiel mit meiner... Also ich hab's vorletzte mit meiner Mutter geguckt, in der 95 Minute, weißt du? Die wollte schon zur zweiten Halbzeit, wollte ich einen anderen Scheiß gucken. Die so, nee, ich bin hergekommen, um dir Fußball zu gucken. Ja. Ich von der Praline gemacht und so einen Krempel. Geil, oder? Ja. Toll. Aber wirklich schön war es nicht. Naja, ich guck dann immer mit denen hier hinten, aber die haben da unten den Kinder. Nee, ich hab's gehört, das dritte.
dritte Fußballspiel habe ich mir angehört und das ist natürlich immer das Beste. Das habe ich damals bei Brasilien gegen Deutschland auch gemacht. Auf dem Balkon. Erste Halbzeit mit Manja und danach haben wir uns entschieden, auf die zweite Halbzeit machen wir was anderes. Mit Manja. Ja, mit Manja. Wie lange hast du ihn gesehen? Ich weiß nicht. So optisch sehe ich die, habe ich die zweimal gesehen. Bei Steffen Scharfen haben wir uns mal kurz unterhalten. Der hat jetzt einen Garten hinterm VL. Ich hasse Männer. Kein Mann hat mir was Gutes getan. Ein bisschen mehr ins Fahrrad gegangen. Und die anderen Erfahrungen. Was war mit Lennart? War der schlecht, auch schlecht für dir? Ja, das war eine Schlange. Schlangen und Schweine passen nicht gut zusammen. Schweine und Affen auch nicht. Alex war ein Affe. Aber dem habe ich viel zu verdanken. Alex, Lennart hat am 22. März Geburtstag. Er hat seinen 41. gefeiert. Als du bei den zwei da das Audio mit denen aufgenommen hast. Naja, dem wurde ich ja ausgespannt. Vielleicht erinnerst du dich, dass das war auch mal so ein heimlicher Wunsch von mir war in meinem Leben, auch mal ausgespannt zu werden von irgendwem. Und den hat mir dann Philipp ja erfüllt. So schön, oder? Dann hatte ich mir mal gewünscht, so mit so viel Krempel umzuziehen, dass es nur in ein Auto passt. Den Wunsch habe ich mir selber erfüllt, nachdem ich dann von Alex, nachdem meine Bude ausgebrannt war und mein Atelier gezogen bin, da hatte ich echt nur so viele Sachen, die in meinen Corsa reingepasst haben. Verstehst du? Also ich kann mich nicht beschweren. Also diese tiefen, unterschwelligen, sehnsüchtigen Wünsche, die werden dir erfüllt. Genauso wünsche ich mir eine Umgebung mit Menschen, so à la Ronja Räubertochter, weißt du? Ich wünsche mir ein Beppo. Ich wünsche mir ganz viele Beppos, die die Straße fegen. Ich hasse diese Laubpuster. Ich will einfach, dass das Erdöl aufhört zu fließen. Es darf ruhig weiter pulsieren in Mutter Erde, aber das darf nicht mehr wie die Blutsauger, die Mücken und es darf nicht mehr rausgesaugt werden, um jeden Müll daraus zu machen und die Leute zu versklaven. Einfach mal, warum ist das nicht früher? Warum sind hier ein Haufen Leute? Warum ist hier keiner am See? Es ist ein Sommerferien. Hier ist kein Schwein, ist hier da in der Mittagszeit. Nicht einer. Alle sitzen so im Stau. Die sitzen im Stau, die stehen nicht im Stau, die sitzen hier im Auto im Stau. Und verpesten die Luft und machen nur Krach. Das muss aufhören, sonst wäre ich nicht glücklich, Thomas. Dann kannst du nicht sagen, zieh doch woanders hin, wo es das nicht gibt. Nee. Genau hier beginnt's, hier fängt's an. Erinnerst du dich noch an Wolfgang Rettich? Herr Röhrig? Herr Röttich, meinte doch Philipp. Herr Röttich? Wolfgang Rettich. Mit dem habe ich eine ziemlich intensive Videoaustauschgeschichte gehabt. 2016. Wahrscheinlich war da damals auch gerade rückläufig. Seit 26. ist er nämlich mal wieder rückläufig für 2 Monate. 2 Monate ist jetzt der Mars rückläufig. Mein Mars ist eine Jungfrau. Zusammen mit der Venus. Wisst ihr, die waren gerade mehr oder weniger in Konjunktion, als ich das Licht der Welt erblickte. Als da ein Stern entstanden ist durch einen Blitz. Verstehst du, Sterne entstehen nämlich durch Blitze. Durch kosmische Blitze irgendwie so. Sind für jeden Menschen ist ein Stern am Himmel aufgegangen. Jeder. Und dann kannst du dir überlegen, was das für krasse Sterne sind, die so hell leuchten. Ich meine, gerade ist der Jupiter im Skorpion. Ja, also du siehst am Himmel am Abend, wenn die Sonne untergeht, siehst du erst die Venus. Und dann siehst du
den Skorpion und dann kommt der Mond. Der ist nämlich gerade im Steinbock. Die drei Himmelskörper siehst du zuerst die Venus, immer die Venus. Und den Mond. Und den Jupiter. Ah. Ach ja. Eigentlich perfekt zum Sonnen. Kannst doch noch in der Sonne liegen, jetzt bin ich glücklich. Und in der Mittagszeit wäre ich krantig, wenn ich in der Sonne liegen darf. Ey. Dann kriege ich schlechte Laune. Dann kriege ich so dermaßen eine schlechte Laune. Wir machen unsere Körper, Thomas. Wir machen sie. Verstehst du das? Warum grinst du jetzt? Ich wollte schon sogar. Ja, die macht ihren Körper auch. Die ist gerade sehr dekorativ an dem rechten Hinterbein. Lauter rote Flecke. Die ist jetzt rot, weiß, schwarz. Also sie ist schwarz komplett unter der Brust. An der Brust hat sie weiß und die Beine, die sie sich aufknabbert, die sind rot. Mila hat das auch gemacht. Oh. Ja. Damit hängt das zusammen. Ja. Womit hängt das zusammen? Hm? Rechtes Bein in die Gehirnhälfte. Nee, rechtes Bein Umwelt, Partnerseite. Linkes Bein Mutter, Kindseite. Rechtes Bein, linke Gehirnhälfte. Ja, und was hilft dir das? Logisch, verstanden. Partnerseite und Mutter und Kindseite. Ich behaupte, dass das mit dir zu tun hat und die Energien von dir aufhängt. Ja. Aber die hatte vorher schon was an denen, da kannten wir uns dann nicht. Und es ist jetzt noch an anderer Stelle mehr geworden. Ah. Du hast einen Film gedreht. Junge Meise saß bei mir auf der Fensterbank im Blumenkasten und hat am Schnittlauch geknabbert. Aber die meiste Zeit hat es nur rumgeguckt. Ab und zu mal einen Schnabel aufgemacht, wenn irgendeine Fliege vorbeiflog. War voll niedlich. Habe ich Katrin Herold genannt. Die Meise. War bestimmt ein Mädchen. Es war keine Meise, es war eine Schwalbe. Ich sage immer Meise, aber es ist eine Schwalbe. Wann hattest du dein erstes Mal, Thomas? Dein erstes Mal? Wie war denn das? Mit 18. Erzähl mal. War jetzt nicht so toll. Na, wie war's denn? Ging schnell. Wer war denn das? Julia Wernicke. Vor bin ich ein halbes Jahr. Ich bin zu ihr gefahren und hab mich nicht getraut, einen Schritt nach vorne zu wagen. Ich bin dann immer zurückgefahren, hab mir im Wald einen runtergeholt. Ohne sie gesehen zu haben? Ja doch, ich war schon bei ihr, aber so richtig. Und sie wollte auch nicht, oder was? Nee, sie war auch nicht so mutig. Tja, da war es wohl noch nicht so weit. Naja, jetzt weiß ich, dass unsere Sexualität ganz schön unterdrückt wird. Und was heißt das? Dass sie nicht in den entsprechenden Alter ausgelebt wird, wenn sie eigentlich da ist. Das wäre? Aber was fängt das an mit 12, 13? Du meinst, die Kinder sollten schon mit 12, 13 ficken dürfen, oder? Ich sage nicht, dass sie mit 12, 13 gleich grinsen müssen, aber dass sie schon in dem Alter anfangen, spielerisch damit rumzuexperimentieren. Ich sage nicht gleich rum. Was glaubst du, bringt das? Zum Beispiel, damit sich die Energie nicht so aufstaut. Und dann bei vielen kommt ja dann irgendwann
in pervertierter Form dann. Du hast schon mal jemandem ein Kind gemacht. Ja. Ja. Jemandem. Wie lange hat denn das gedauert, bis die Kleine gemacht war? Jetzt. Ja, du hast doch schon mal jemandem ein Kind gemacht. Und wie lange hat es gedauert, bis sie schwanger war? Die Akte an sich? Ja. Der eine Sexualakt, wo sie entstanden ist. Ja. Wie lange das gedauert hat? Ja. Ist ja nicht lange, so wie ich mich kenne. Oh. Ich bin jetzt nicht so der Sportfreak, der übelst lange bumsen kann. Ich bin sensibel. Wie läuft das mit Anja ab? Wie unser Sex? Bist du da auch so schnell? Ja, ich entwickle mich, sag ich mal so. Ich hatte ein paar Momente, aber das waren wenige, da war ich auch Hilfe und noch ein bisschen Alkohol, daher hatte ich so eine. Da war ich in einem Zustand, da konnte ich steuern. Mhm. Ohne Kiff geht das nicht. Das ging auch mit Kiff nur 2-3 Mal. Wie jetzt? Kannst du mit Kiffen besser kontrollieren oder weniger? Kommt nicht an. Also du machst ja Kiffen nicht ohne Alk, ne? Wenn ich frisch gekifft hatte, konnte ich es besser kontrollieren. Wenn es schon einige Zeit her war, also wenn der Turn nicht mehr ganz frisch war, dann konnte ich es besser kontrollieren. Als ich angefangen habe mit Kiffen, ne? Und ich habe mich ja vorher auch selbst befriedigt. Leider weniger regelmäßig, jeden Abend vom Schlafen gehen. Und als ich dann angefangen habe mit Kiffen, habe ich gemerkt, ey, das wird viel schwieriger. Aber als ich dann gekommen bin, war es viel krasser. Ja. Das war es dann aber auch. Mehr ist da nicht. Ausgelutscht, der Tropf. Ja. Alleine läuft da nicht viel. Nee, irgendwann bringt es eigentlich weiter. Ja. Das ist auch nur wie ein Kaffee saufen oder ein Eis essen, weißt du? Das ist immer dasselbe. Mal ist das Eis lecker, mal ist es eher so ein billiges von Aldi, aber es ist immer irgendwie dasselbe. So ohne Partner. Verstehst du? Und ich bin ja noch komplett Jungfrau, weil so gesehen hat mich noch keiner in Jungfrau. Ich habe weder geblutet, als ich mein erstes Mal hatte, noch war ich jemals irgendwie sexuell befriedigt worden oder so. Da wäre ich gekommen oder so. Kein Orgasmus mit dem Mann? Nee. Ohne selber also mitzuhelfen? Niemals. Noch nie. Ohne selber ich war immer ein Kerl im Bett. Ich hab mich immer, wie du so aus der Bravo kennst, oder aus irgendwelchen Pornos, wisst ihr, hast du dich dann irgendwie, warst du dann die Männer, warst du ein schwules Mädchen, ne? War ich dann ein schwules Mädchen und hab denen dann die Schwänze gelutscht oder so. Ja. Ja. Hauptsache der Mann ist befriedigt, weißt du? So die Art und Weise, so wie die ganze verfickte Welt krank ist. Genau das ist es. Deshalb hasse ich Männer. Aber hast du das gern gemacht, die Schwanzbelutsch? Was sollte ich tun? Ich war froh, dass überhaupt ein Kerl was mit mir wollte. Verstehst du? Ich bin mein Leben lang irgendwelchen Typen hinterhergerannt. Da glaubst du jemals, dass jemand zu mir kommt? Mein erster Freund, ja. Den habe ich auch in Kranich gefaltet, wo man jetzt nicht mal ich, das war Lin. Ja, die war das. Das ist mir. Ein Spanner oder was? Na? So sieht's aus. Ja. Mit diesem Haus. Ja, ich weiß nicht, was das ist. So Beziehung, so Freund. Ich weiß so, was es bedeutet, mit jemandem irgendwie so was nicht, sich dran zu hängen und so sein Ding mitzumachen und ein bisschen was zu lernen, so wie vom Meister und Geselle ein bisschen mit dahinter herlaufen oder so. Ordentlich was mitnehmen, voll viel sehen und so. Ja, klar. Aber so wirklich was gemeinsam geschaffen, oder was Gemeinsames erlebt oder irgendwie gemeinsam gewachsen. Ja, okay. Getrennt gewachsen, ja. Ja, ja.
Was glaubst du, warum ich mich eigentlich von Philipp trennen musste? Warum ich damals weg bin? Ich habe ja dann nicht später, nicht lange danach, habe ich ja dann, wollte ich ja die Master Cleans fasten, habe ich ja die Master Cleans Fastenkur gemacht. Das heißt, ich habe 11 oder 12 Tage nichts gegessen, nur Zitronensaft und Ahornsirup und Cayennepfeffer, weißt du, das war mein Drink. Und da war ich dann zu Philipps Geburtstag, war ich dann mehr oder weniger fertig. Und vorher, bevor ich das angefangen habe, bin ich ja mit meinem Vater da über das Geld, habe ich mich ja da mit dem überworfen. Ja, und das war die wichtige Lektion, die ich zu lernen hatte. Erstmal die krasse Trennung von meinem Vater über das Geld. Also ein halbes Jahr später, mehr oder weniger, war es ja dann auch materiell soweit. Vater war immer irgendwie stand für Geld. Und als ich mich dann von dem getrennt habe, den überwunden habe, so, ging das ja dann auch dann mit der Mutter los. So. Aber mein 6-Stunden-Video hast du wahrscheinlich auch nicht angeguckt, ne, von Weihnachten 2016. Da habe ich eigentlich im 2. Weihnachtsfeiertag, habe ich 6 Stunden lang hab ich ein Video aufgenommen von mir, ne? Und das habe ich mir danach nochmal angeguckt und ich hatte sozusagen echt komplette 12 Stunden und noch was, nur für mich mit mir allein. Die 6 Stunden, die ich gemacht habe und die 6 Stunden, als ich es mal angesehen habe. Weißt du, diese Videos, die ich Philipp immer gezeigt habe, weil wenn ich mir was angucke, dann kann der das ja auch sehen. Wir sind ja verbunden, mein rechtes Auge, weißt du, und so. Er ist immer mit dabei. Und wenn Jana eine Jeanne d'Arc ist, ja, die war ja mit Gott verheiratet. Die war ja immer nur, die war ja Jungfrau von bla. Und so gesehen stimmt das ja alles. Sie ist das Lustgörchen, Püppchen von Philipp. Und er ist so gesehen mein Gott, weil ich bin seine große Göttin. Das hast du ja auch gesagt, große Göttin. Ist ja so. Und siehst du Anja auch als deine große Göttin? Ist sie auch deine große Göttin? Ehrlich? Naja, in ihr offenbart sich für mich das Göttliche am meisten. In welcher Form? In ihrer Form. Wie verdient sie ihr Geld? Ja? Wie verdient sie ihr Geld? Mit Kinderbetreuung und Aufstellungsarbeit. Was ist das denn? Also dadurch, dass sie sehr, sehr feinfühlig ist. Der Körper ist sehr feinfühlig, kann die mit der Aufstellung arbeiten. Mit Menschen. Aufstellung. Personen oder Themen aufgestellt werden. Wie fühlt es dann? Oder Dämonen. Also wirklich viel Ahnung hast du nicht, was sie macht. Hä? Wirklich viel Ahnung hast du nicht, was sie macht. Naja, ich habe nicht so einen krassen Körper wie sie. Ich kann das nicht so krass fühlen. Bei ihr gibt es ja übelst ab, bei denen irgendwas drin ist. Aber die Männer, die fühlen doch eher. Die Weiber, die fühlen doch nicht so sehr. Die sind doch eher so durchmachen. Voran. Und die Typen, ihr fühlt doch. Ihr fühlt doch mehr. Nee, die Frauen fühlen mehr. Nee, ich glaube nicht. Wir sind mehr zielgerichtet. Ich glaube, das ist auch so ein Mythos. Wir sind. Ach, Thomas, habe ich dir erzählt, dass ich einen Heiligen Gral gefunden habe? Hatten wir uns da schon gesehen, nachdem ich das erzählt hatte? Dann warst du mit daran beteiligt, dass ich einen Heiligen Gral gefunden habe. Ich habe einen Heiligen Gral gefunden. Ja? Ohne Scheiß. Ehrlich. Ich habe einen Heiligen Gral gefunden. Ja. Du meinst das jetzt? So wie ich sage. Johanna find's eklig. Johanna bittet mich, die Terrasse zu verlassen. Verlasse die Terrasse, wenn du deinen Heiligen Gral benutzt. So. Ja. Was ist der Heilige Gral? Dildo. Meinst du ein Dildo, Alter? Was denn für ein Heiligen Gral? Ein Bong? Nee. Der Heilige Gral ist einfach nur ein Gefäß, mit dem du deine Pisse auffangen kannst. Ach so, ein Gral, ja. Du bist manchmal zu blöd. Sowas sag ich nie. Ich hab nicht so eine gute Allgemeinbildung. Sowas sag ich nie. Ich mach mich nie runter, verbal, niemals. Ja, ich meine das nicht ehrlich. Warum? Warum erzählst du es dann? Ich wollte damit nur sagen, dass ich gerade nicht wusste, was ein Gral ist, was ein Gral ein Gefäß ist. Also es ist ja peinlich, dass du die Hand, es ist ja peinlich, dass du mal gerade nee, nicht was wusstest. Es ist mir eigentlich scheißegal, dass ich so
Aber du machst dich trotzdem fertig, indem du so eine Sachen sagst. Dass mir so unessentielle Sachen oft einfach verloren gehen. Ich mach mich nicht fertig. Doch, machst du. Ist doch okay, wenn man zu sich selbst mal sagen kann, man ist nicht okay. Nee, ist überhaupt nicht okay. Das ist doch nicht gleich ein Selbstverurteilen. Ist nicht okay. Ich bin mir genau gegen den Schnurrbart geflogen. Hm. Und danach hat es richtig gut gewohnt. Echt? Das war wirklich. Die heißen nicht nur so, weil sie so aus sind. Die heißen auch so, weil die ganz gut sind. Das war die volle Geruchsexplosion. Aha. Das war auch. Hm. Wie war das mit Anja? Ihr habt euch mal wieder gezofft? Deswegen denn? Neulich kam mir wieder eine Freundin in den Kopf, mit dem aus dem Harz, die uns kennengelernt. Dann war die auf einmal sehr, sehr präsent. Das habe ich ihr erzählt. Aha. Dann habe ich ihr noch einmal widersprochen. Bei dem was, oder habe sie mich ausreden lassen. Und dann ist der Schalter wieder umgegangen. Mhm. Und seitdem ist wieder alles. Wirft sie wieder alles hin. Sofort alles. Fuß trocken. Und du nimmst wieder was, was sagt, nee, bloß weg von dir. Naja, und warum akzeptierst du das nicht einfach, dass sie nun mal so gute sensorische Qualitäten hat, dass was sie selbst angeht, dass sie einfach nicht will, dass sie wusste, warum sie Schluss gemacht hat, nee, mit weil dir. Ich aber sage, das, was dann übernimmt und nicht mit mir zusammen denn will, das ist nicht sie, sondern das ist. Das bist du. Das ist, das ist dein Wille, der auf ihr lastet. Das ist das Programm, was die Menschen leitet. Und das sagst du jetzt als total der studierte Psychologe, oder was? Ich sag das, weil ich das sehe. Mhm. Aha. Gestehst du ihr nicht ein, dass sie gut weiß, was gut für sie ist? Doch, ich gestehe das ein, aber oft wechselt das ja auch, ne? Und dann ist wieder das weg, was nicht mit mir zusammen sein will, und dann... Na, hatte da jetzt, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, Sex oder nicht? Ja. Wie lange hat das gedauert? Der Sex an sich? Ha? Mit oder ohne Vorspiel? Was ist denn bei euch ein Vorspiel? Wisst ihr, ich bin Jungfrau, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich interviewe die Leute jetzt über ihr Sexualleben. Also ich muss unheimlich aufpassen, dass ich mich ein bisschen zurückhalte und nicht, du nicht gleich aufspieße. Und nicht sehr schnell zum Orgasmus komme. Damit es einfach auch ein bisschen länger geht und ein bisschen länger Spaß macht. Plätzchen gebacken. Eigentlich haben wir gar nicht so viel Zeit, wie wir eigentlich wollen, um das mal richtig auszukosten. Und das Kind schläft mir an. Weil Ida ist ja nicht da, Ida hat auch ihre Probleme mit mir. Was hatten die für Probleme mit dir? Wie alt ist denn die? 12. Tja. Also die mag dich nicht, oder wie? Ja, eigentlich magst du mich schon, also. Was heißt denn, eigentlich magst du dich schon? An der Oberfläche magst du mich nicht. Nee, ist dann so wie ich. Hm. Ich könnte sie auch als 12-jährige Rotzgöre hinstellen. Das Äußere sieht ja fast so aus von Weitem. Und ich so behaart. Aber deshalb bin ich ja so schön braun, damit man das nicht so schnell sieht. War schon immer mein einziger Weg. Und jetzt kann ich ihn realisieren. Ja, ich habe mich ab und zu freigefühlt bei den beiden. Ja,
in ihrer, auf dem Dach, wo das, wie hat das genannt, wie war das? Im Mönchskloster, im Affenmönchskloster, Affenmönchskloster war das, ja, ist das ja da oben, das Affenmönchskloster. Ja, da habe ich mich, weißt du, da war ich immer nur, nimm mich. Ich wurde immer, ich bin so immer eingeschlafen, als der Ofen hier hing. Ich bin echt eingeschlafen. Ich lag da, Beine breit, Philipp über mir und ich habe mal weggeratzt. Ja, so fertig. Ich habe auch 3 Tage und so nicht am Stück geschlafen, so ein Krempel. Es geht da alles, es ging da alles, du kannst da voll rein, voll. Es war einfach nur total krass irre. Richtig krass irre. Ich glaube, das waren meine 3 Tage Finsternis, die ich schon hinter mir habe. Naja, und damit sowas nie wieder geschehen kann, habe ich natürlich noch meinen Drops zu lutschen, um das auch mal zu verwenden. Naja, aber wir haben jetzt 2 Monate rückläufigen Mars. Aber schon noch in 2 Monaten. Aber noch irgendwas. Da ist schon wieder, da ist der Sommer schon wieder vorbei in 2 Monaten. Ach ja? Weil der Mann hat echt einen Effekt. Effekt? Auf mich. Auf dich? Ja, auf jeden, der dafür offen ist. Ne, der ist einfach mal pur. Verstehst du? Philipp ist pur. Philipp hat eine Affenfurche, der kann nicht anders. Da ist Herz und Verstand, die Linie ist eins. Da wird man auch, da wird man wieder ein Kind. Ja, man wird dann ganz locker. Du kannst dem nichts vormachen, verstehst du? Das geht nicht. Aber er hat auch seine Themen. Na, erzähl doch mal was und sag nicht immer nur dieses, er hat auch seine Themen. Das ist so ein blöder Spruch. Nenn's doch mal beim Namen. Sag doch mal konkret, was ist. Deine Eifersucht. Das ist genauso neurotisch. Nee, das ist richtig. Ja gut, aus meiner Sicht ist es neurotisch. Jana darf nicht in die falschen Hände gelangen. Weil Jana da mal einen kurzen Sextap gemacht hat, fällt er in ein völliges Loch. Aber wie sieht sie denn aus? Du meintest, sie sähe nicht gesund aus. Woran machst du das fest? Schreib sie mal. Ausgestemmt, schlechter Haut. Ah. Gehen die auch mal raus? Sind die braun gebräunt oder so? Naja, jetzt gehen die erstmal raus. Braun sind sie aber nicht. Na, Jana wird ja sowieso nicht braun. Warum nicht? Das ist ein alter, rothaariger Typ. Ich glaube, ich gehe dann mal ins Wasser rein. Du auch? Ja? Das Gras wackelt. Schwarzschein. 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 Kleines Schwarzschein. Kleines Schwarzschein. Schwarzschein. Traust dich in die Sonne? Traust dich in die Sonne? Schwarzschein. Schwarzschein. Hallo. Hallo. Na? Ein kleiner süßer Hund. Ja. 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 Willst du eigentlich die Tomatenpflanzen noch einpflanzen bei deiner Mutter? Na ja. Hast du heute schon was vor? Ja, ich darf ein wichtiges Gespräch mit Anja machen. Na, wann denn? Naja, so um 3 muss ich los. Oh ey, das ist so schrecklich. Ja, das wäre schon cool, wenn die noch irgendwo hinkämen. Bei der Mutter. Also sonst pflanze ich die ein bei mir. Ja, mach das doch. In Jarten. Mache das. Zwischen der Hanfpflanze. Ja. Mach das.
Na gut, lass dich erstmal alleine. Mach doch. Aber ich melde mich. Da ist der Weg. Tschüss.